willkommen bei mir, Trunkle, zurück zu Attack on Titan. Ich habe ja gesagt, dass ich das jetzt ab sofort als Videoprojekt zu Ende mache. Den Großteil habe ich ja schon als Streaming-Projekt beendet. Also so über die Hälfte. Das heißt, es werden nicht viele Videos hierzu. Ich gucke, dass ich in jedes Video ungefähr zwei Missionen mindestens reinpacke. Was in der Stadt so passiert, das schneide ich alles raus. Weil das relativ uninteressant ist, außer die Storygespräche. Die bleiben drin. Ich will ja mit diesem Projekt auch fertig werden, weil ich hierzu gerne mal einen Stream machen will, wo ihr mitmachen könnt. Ich meine, wir haben dabei auch gehört, wo wir den weiblichen Titan eingefangen hatten. Mehr oder weniger. Er wurde auch gefressen. Ich persönlich weiß ja schon, was alles passiert, weil ich den Anime gesehen habe, aber ich will ja hier keinen spoilern. Deswegen halte ich Ja, wir wissen, wer das ist. Ja, wir wissen es. Der weibliche Titan weiß ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, was er das kann. Jetzt müssen wir uns auch gegen diesen wehren. Levi, Hecho? Ja, Sia. Nein, das ist nicht Levi. Gunther ist damit lieber. Hallo, wenn man angegriffen wird, hält man dich auch noch an. Wollt ihr wissen, wer das ist? Oder seid ihr selbst drauf gekommen? Nicht, wenn die sich verwandeln. Das könnte beschissen werden. Zack! Dich verarbeite ich, du Schnitzel! Perfekte Winkel hier! Ich mach so gut wie gar keinen Damage. Ich glaube, ich kann diese attackieren, so wie ich will. Ich mache da einfach keinen Damage. Ich eskortiere einfach R. Indem ich alles, was mir vor die Nase kommt, vernichte! Aber erstmal. Der Spaß ist da schon wieder. Hab ich dir erlaubt abgespannt? Okay, der war scheiße. Gar nicht? Basis drauf. Ich kann eine Bergbaubasis gebrauchen. Ein Hinterhalt, das geht schneller. Oder auch. Nicht.
Dann wirft doch die Scheißseile aus. Nö. Ab nach jemand anderem. Lass mich nicht so gern grabben. Wo ist Eren? Überzahl verfallen. Und hinter, den kann ich ja immerhin mittlerweile perfekt. Nennt mich den Hinterhaltskönig. Ach komm, so man muss verfeinern. Ein Krüppel mehr für die Welt. Diese Rechnung übernimmt kein Schwein. Du musst alles selbst bezahlen, wenn du die Beine wieder haben willst. Aber du lebst ja eh nicht mehr lange, also ist es eh egal. Was? Wie kann ich daneben? Doch. Ich brauche mal Gas. Einer ist noch übrig. Ganz klein, zack, rennen! Und wieder eine Waffe. Was baue ich hier? Ich baue mal noch Mattengeschütz. Hätte ich auch gebrauchen. Ja, jetzt verrechnen die Vizikat für das Elf. Scheiße, Spoiler-Alarm habe ich vergessen. Eren, du hast übrigens die falsche Entscheidung getroffen. Und dir steckt eins meiner Seile im Arm. Elch schien lecker zu sein. Petra, verpiss dich! Petra! Also im Anime war das ein bisschen anders. Da war das nicht der Fuß, da war das der Knie. Das ist gemein, die kann verhärten. Das finde ich mal ein Roundhouse-Kick. Ja, nein, wir müssen fliehen. Gut, punch wenigstens nur sie, okay? Ich helfe dir, Eren. So, jetzt kann ich hier einen reinhauen. Jawohl, jetzt geht das auch alles flöten. Seht ihr, wie die Leiche nach unten geht? Wie ein Wiener Schnitzel verliert sie jetzt alles, was an ihr dran ist. Erstmal die Beine weg. Ah, verdammt. Das brauche ich jetzt. Und ich sollte gucken, dass du mir keine verpasst. Das könnte sehr schmerzhaft für mich werden. Da sie sich ja, wie gesagt, verhärten kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein One-Hit-Kill wäre. So. Die Beinchen sind weg, jetzt kommen die Arme dran. Die schmeiß ich zum vollständigen Krüppel. Eren, du schlägst ihn leicht in den So, Eren, hau zu! Eren!
Mach weg! Oh Gott! Sayonara, Schlampe! Jetzt gibt's mal ein Messer in den Hals! Beziehungsweise in den Nacken. Naja, ist beides ziemlich nah dran. Guten Appetit! Nichts dagegen sagen. Oh, das ist so schön. Daneben. Wieder daneben, daneben, daneben. Und nochmal daneben. Das war ein Volltreffer. Ja, wenn man gerade die Faust in jemanden drin stecken hat, kann man nicht ausweichen. Sei es in der Fresse oder im Arsch. Kick ihr einfach an die Beine, dann kann die nicht mehr ausweichen. Wenn die weg sind, kann die nicht laufen. Das ist ein wunderschöner Gesichtsausdruck. Und so leicht kann der im Kopf fliegen gehen. Ah, da kommt Mikasa. Lecker. Kana gerade verschlungen. Und wir kennen Mikasa, sie wird ihr jetzt hinterherjagen. Das wird lustig. Oh, da ist auch noch Levi. Hoi. Ja? Eren wa doko da? Da hinten? Jawohl, ich hab Levi. Und der Hinterhältsmann schlägt wieder zu. Das hat keiner gesehen. Nö. Das kann sich nicht. Ach, scheiße, das hätte ich vielleicht aufheben sollen. War doch noch irgendwo einer, ne? Oh, willst du spielen? Ich komm gern zu dir. Vielleicht hast du kein Bein mehr. Direkt danach wirst du keinen Nacken mehr haben. Könnte leicht schmerzhaft sein. Jetzt will ich aber auch mal einspannen. Ja, man, dann fangen sie hier ein bisschen nachhelfen. So, Pokémon! Stimmt ja, welchen von denen habe ich eigentlich noch nicht? Alles was rum will. Bitte auf den da hinten. Das ist
nicht gut, wenn die faul sind. Okay, ich muss mich im Nachhinein korrigieren. Ich werde wahrscheinlich pro Video immer nur eine Mission reinkriegen. Wie ihr seht, wie lange eine Mission gehen kann. Okay. Oh, tschüss. Ich sag tschüss. Gut, ich komm ja schon. Du brauchst nicht zurück, deine Tage zu kriegen. Du willst Stress? Scheiße, ich hab grad, ich hab keine Ersatzkriege mehr. Basis, nein. Eine Versorgungsbasis wird schon bringen. Den. Hinterhalt. Linkwurf! Einer mehr. Und noch einer weniger. Ich töte alles, was mir vor die Nase kommt. Hier ist übrigens der Grund, dass die meisten von euch das Spiel so falsch gespielt haben. Ich hatte jetzt hier so drei Streams schon ungefähr und hab die Hälfte. Die gingen alle so ungefähr zwei Stunden. Deswegen brauchen wir keine Geschichten und dazu in die Kommentare zu erzählen. Nö, ich hab das Spiel schon durch, ich bin hier aber. Reagier ich nicht drauf. Ich will nur konstruktive Kommentare. Ey, wirst du jetzt wohl mal herkommen? Otsutsuke. So, los mit weglaufen. So, erst die Arme, bei die kann ich wenigstens abtrennen. Du läufst nirgendwo hin! Vergiss es! Muss die jetzt schnell töten. Ich will noch beinahe packen! Das schaffe ich noch. Geschafft. Gut oder was? Metzger hat diesen Zug gefahren. Und die ist okay. Nein. Das wäre Mikasas Tod gewesen. Stattdessen hat Levi nur den Fuß gebrochen. Er
selber überholt. Tabun Buzida. Ichter. Mojatz nie wakakorna. Die kriegen wir heute nicht. Sachsen noch Hongsio Miusnauna. Sieben neue Kio Mitas Kotono Honga Daisnanoka. Persönliche Wünsche sollten in solchen Fällen immer ganz richtig geschehen. Wieso hat er eigentlich seine normale Kampfausrüstung überlegt, aber der Umhang, der ist weg. Wieso? Okay, diese Mission haben wir zumindest geschafft. Das ist doch etwas. Wir können uns wahrscheinlich wieder wunderschöne neue Sachen machen. Wir haben Auro, Petra, Ed und Gunther heute verloren. Eine Schweigeminute hierfür. Naja, Schweigesekunde trifft sehr. Ich werde auf jeden Fall jetzt diese... das Projekt fortführen, dass wir damit hoffentlich noch vor Sommer fertig werden. Ich werde wahrscheinlich nächsten Samstag nochmal ein Stream hier zu machen. Damit wir jetzt mal vorankommen, dann sind wir wahrscheinlich sogar 80%. Der Aufklärungstrupp ist nun blamiert. Erwin und Fukumu Sekinisha, Oto Nisho Shu Saleruto Doji, Eren und Hikiwatashina Kimata. Karenga, Hekigai de Menista Koke. Soleva, Kareno Kokoroni. Wir werden dann wohl offenbar beim nächsten Paar den weiblichen Titan dann endgültig vernichten, weil ich weiß ja, wie gesagt, was so alles auf uns zukommt. Ich weiß nur nicht, wie das auf die Kapitel alles bezogen ist. Wir können jetzt mal ja gucken, wie viel Prozent eine Mission genommen hat. Da sind wir etwas schlauer. 4%, 60% hatten wir vorher. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, sind das noch 9 Kapitel. Also wir hätten 9 Folgen dann vor uns. Oder halt noch einen Stream und dann wären es wahrscheinlich noch so 3. Sind noch gut dabei. Was meinst du, Mikasa? Die sagt nichts dazu. Ich sage auf jeden Fall, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Nicht im Part, sondern wirklich Stream. Der wird dann am Samstag sein. Die Uhrzeit, die weiß ich noch nicht. Aber wir werden gucken. Und ich sage damit, ciao Leute.